Ich lüge nicht. Ich habe Tausende getötet und mehr Drogensüchtige bedient als die drei größten Pharmakonzerne zusammen. Ich habe Eltern die Kinder gestohlen, Männern die Frau und ganze Generationen ausgelöscht. Aber noch nie gelogen, niemals. Der Rest sind Vergehen gegen die Menschheit. Lügen ist ein Vergehen gegen dich selbst. Ich bin der Kopf der Santa Blanca-Organisation, die sie Kartell nennen. Und ich träumte von einem Land, wo wir selbst Koka anbauen und selbst Kokain herstellen. Wo wir unser Geschäft ohne Einmischung von Polizei, Regierung, Armee und den Yankees führen konnten. Im Traum fragte mich eine Frauenstimme. Sueño, mi hijo, was wenn du dein eigenes Land hättest? Wie Moses führte ich mein Volk ins gelobte Land, Bolivia. Wir kamen her, wir kauften die Coca-Felder. Wir kauften oder nahmen. Wir kauften die Polizei, das Militär, die Richter und die Politiker. Wir waren dabei, selbst zur Regierung zu werden, standen kurz vor der Erfüllung meines Traums. Einen Drogenstaat zu schaffen. Die Nation Santa Blanca. Letzte Woche explodierte ein Sprengsatz vor der US-Botschaft in La Paz, Bolivien. Zwei Marine-Botschaftswachen wurden verletzt. Zwei Tage später lieferte uns ein CIA-Informant in Bolivien diese Bilder. Unsere Analysten haben den Mann auf den Fotos als DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval identifiziert. Einen Freund von mir. Er untersuchte die letzten 6 Jahre die dortige Kokainproduktion. So viel wir wissen, war Sandoval das geplante Ziel des Anschlags. Was die Bombe in der Botschaft nicht schaffte, wurde persönlich erledigt. Sandoval wurde entführt, gefoltert und getötet. Seine Leiche entsorgt. Wir konnten sie bisher noch nicht bergen. Unser Ziel ist die Gruppe, die für das Attentat auf die Botschaft und den Tod von Special Agent Sandoval verantwortlich ist. Die Drogenorganisation, die man Santa Blanca Kartell nennt. Gestern waren sie nur Narcos. Heute sind es Narkoterroristen. Anfangs wehrte sich die Regierung Boliviens gegen das mexikanische Kartell. Sie bildete die Spezialeinheit Unidad. Doch es lief nicht wie geplant. Tausende von Leichen später sind Politiker, Polizisten und Journalisten vom Aussterben bedroht. Die bolivianische Regierung ist implodiert. Da ihm die Optionen ausgingen, einigte sich der neue Präsident mit Santa Blanca. Hört ihr auf, unsere Leute zu töten, dann sehen wir weg. Santa Blanca hat Bolivien zum Dreh- und Angelpunkt des südamerikanischen Drogenhandels gemacht. Dank ihrer Freunde in Mexiko haben sie auch eine Pipeline in die USA und Kanada. Das Kartell lässt sich nur stoppen, indem man es zerlegt, und zwar Stück für Stück. Santa Blanca ist in 4 Abteilungen organisiert. Produktion, Schmuggel, Sicherheit und Einfluss. An der Spitze steht El Jefe de los Jefes. Boss a la Bosse. El Sueño. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar gibt es ab heute Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Ich habe ja auch schon die Open Beta, Close Beta gespielt und werde jetzt quasi das dritte Mal neu anfangen. Nebenbei gibt es das Ganze auch noch als Twitch-Stream. Für alle, die... Nein, macht jetzt ja gar keinen... Also die jetzt das Live sehen wollen, die können natürlich bei Twitch gucken. So, machen wir uns mal einen Charakter. Was nehmen wir denn? Männlein oder Weiblein? Ich glaube, ich bleib beim Mann. So. Das kennen wir jetzt ja eigentlich quasi auch alles schon. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, wen ich am Ende nehmen will. Ich will jetzt ja nicht so ein...
extrem grimmig dreinschauenden Menschen haben. Trotzdem mal blaue Augen. Ich frage mich, was ist das denn für ein Geschäftsmann mit so einem Bart? Gut, da gibt's halt nur kein Bart. Förmliche Haare ist jetzt auch eher naja. Es fehlt ja auch irgendwie was Hochgegieltes oder sowas. Ich meine, wenn wir, sobald wir die Haare blond machen, nochmal ein Gesicht, was ein bisschen... So. Er könnte auch gut aus... Na, wie heißt der? Karate Kid? Nee, Rocky. Rocky, der Gegner von Rocky. Das könnte er auch sein. Das war natürlich beim weiblichen Charakter relativ einfach. Einfach was sieht putzig aus und fertig. Das geht eigentlich auch. Ja. So, Aussehen. Körperdetails, Bemalung. Oh, hier gibt es jetzt ja auch ein bisschen mehr. Muss ich Sachen freischalten? Das ist natürlich auch einfach. Erstmal Hauptsache alle Flangen. Hier leider nichts Neues. Da ich auch noch nicht weiß, was wir hier überhaupt als Klamotte nehmen. Machen wir das Ganze mal so, bisschen brutal, bisschen national. Ich meine, das wäre natürlich irgendwie lahm, wenn wir jetzt einfach nur sagen, komm, Tanktop und fertig. Das bringt uns ja nicht weiter. Jetzt gestreifter Hoodie. Gibt es neue Klamotten? Bomberjacke. Könnt ihr natürlich jetzt auch hier eine Kapuze aufsetzen. Leichte Jägerjacke. Mal in schwarz angucken. Nee. Einsatzhemd. Ich will jetzt ja hier auch keinen Touristen machen, der jetzt hier auf einmal auf in den Krieg zieht. Also, weil klar, es wäre cool, wenn man die Tätowierung noch sehen würde. Aber ich meine, ich kann jetzt auch nicht. Sorry, wer läuft denn da jetzt so im Einsatz rum? King Lamas, früher Vogel. Was ist denn an dem jetzt? Zu früh. Naja. Machen wir den. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Gibt's hier dieses Multi? Nein. Na, vielleicht ändern wir das nochmal. Erstmal lassen wir das so. Nehmen da nur das Geschirr. Wir können natürlich auch sagen, keine Weste. Aber Kabelstrapse braucht man immer. So, was haben wir hier? Termit. Okay. Da machen wir jetzt auch hier keinen großen Hehl drum. Dass wir hier in den Kampf gehen. Sneaker, Cowboy, Termit. Hm. Können wir die Wanderschuhe nehmen. So, nehmen wir noch einen Wald mit. Accessoires, Sonnenbrille. Okay.
Ja, immerhin goldene Gläser. Das sieht natürlich auch ganz nett aus. Das lassen wir. Sichtsextras. Das wäre auch ganz witzig. Schön die Zigarre. Maske? Achso. Verstehe. Was haben wir denn hier noch an Mützen? Weiß immer noch nicht, was Termit ist. Was wollen die mir damit sagen? Was hat es damit auf sich? Ich weiß es nicht. Das ist ja auch nur die Farbe dann. Ich könnte natürlich so und dann schwarz Multicam Black das Ganze so tragen. Oh, es gibt noch ein neues Headset. Okay. Könnte jetzt eher ein Gaming-Headset sein. Na, das lassen wir. No Max. Okay. In Schwarz. Jetzt kann ich wahrscheinlich hier irgendwo. Berge, Militär. Beast. 5-11. Da gibt es jetzt ja ein bisschen mehr, was aber auch nicht wirklich groß den Unterschied macht. Ganze Spartan-Unit. Oh, hier gibt es hier einen Neptune. Nee. Das sieht aber jetzt hier aus. Hm. Gefällt mir jetzt die Cappy auch nicht mehr. Vielleicht einfach Militär. Was ist, wenn wir keinen nehmen? Das geht natürlich auch. Machen wir es mal so. So, was haben wir Neues? Noch größere Rucksäcke. Nämlich nur die Drohne. Oder das Camelback. Hauptsache klein. So viel brauchen wir jetzt ja eh nicht. Die Farben wieder durchswitchen. Oh. Jetzt wäre es echt so, würde es dieses Tuch in Schwarz geben. Ich kann jetzt natürlich sagen, hast du ja mal vom Gesicht, das ist ja auch blöd. Gibt es ein Kostüm? Jedi-Jäger, Rebellenführer, sterbende Erde. Ja, schön. Besondere Outfits. Mhm. Nur ein Auge, das sichtbar ist. Schnee, Sumpf, Tourist. Gut. Dann haben wir es. Ich kann das Geschlecht da noch nicht mehr ändern. Naja. Wir spielen auf normal. Wollen ja zum Teil das Spiel alleine und zum Teil Koop spielen. Mal sehen, inwieweit ich das... Ja. Also, inwieweit das funktioniert. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Paris Production. Jetzt
Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Am extra bis Diazon durchgesoffen. Damit man mich in Ruhe lässt auf dem Bad. Das erklärt, warum du so stinkst. Wir sind alle undercover mit verschiedenen Wegen ins Land gekommen. Es gibt einige Gerüchte über euch. Ich war noch als Frischling in Moskau stationiert, als der Coup abging. Es hieß, ihr werdet beteiligt gewesen. Bestimmt jemand anders. Wir waren nie da. Naja, man trifft nicht jeden Tag eine lebende Legende. Sagen Sie das mal meinem Kind. Vielleicht bringt es ja dann mal den Müll raus. Ist das nicht hart, offiziell gar nichts existieren? Sagen Sie es mir, Karen Bowman, die Entwicklungshelferin. Das haben wir schon durchschaut. Dass sie genauso wenig existiert. Ich habe den ganzen furchtbaren Scheiß gesehen zu den Menschen, die ich sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich Ihnen. Egal wie sehr sie sich abschotten, sich abhärten, auf den Moment. Jetzt hat der Heli auch noch eine Lackierung bekommen. Im Vergleich zu Beta. Sehr schön. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari, Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das. Die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß. Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Da stehen wir jetzt. Frisch gelandet in Bolivien. Die Nacht ist vorbeigezogen. Und jetzt beginnt Amarus Rettung. Finden Sie den Santa Blanca-Leutnant. Und ich muss sagen, ich finde hier schon mal eine mega schöne Aussicht. Gute Weitsicht. Da hinten haben wir Berge mit Schnee.
Ich hoffe, dass die Grafikeinstellungen so erstmal passen. Wir haben uns natürlich noch die sexy kleine Schwester des G36 freigeschaltet und angepasst von Aymara Kunsthandwerkern. Was ist denn das? Was haben wir denn hier? Oh la la, schönes Lama drauf. Eine SIG 556 Sturmgewehr. Können wir da denn... So, wie läuft denn das? Nichts dran machen. Gibt es einen Schalldämpfer? Mit einem Kompensator V2 wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir hier... G36 nehmen, was wir immerhin ändern können. Was gibt es denn hier? Gefalteter Schaft, ne, gedämpfter Schaft, gefaltete Stütze. Polymer Klappvisier. Vollautomatisch im Feuerzug, interessant. Magazin lässt sich erweitern, Unterlauf lässt sich auch so mit allem möglichen. Es gibt ja deutlich mehr als Schalldämpfer, sehr gut. Als es in der Beta war, gibt es neue Farben. Katamon Drake und Nomad und Yeti. Ich entscheide mich mal dann. Und dann können wir ja dieses Katamon Drake mal nehmen. Die sieht ja so aus, wie sie aussieht. Können wir hier neue... Was zum Teufel? Ist ein Taser? Nee. Mega-Kompensator. Wo kriegen wir die denn her? Die will ich haben. Öffnen Sie den Store, um es freizuschalten. Okay. Also kann ich mir hier scheinbar einen Haufen Waffen noch durch... nur durch den Store freischalten. Okay, das sind dann alles Waffen durch den Store. Okay. Da bin ich aber gespannt, ob wir irgendwie darauf hingeleitet werden. Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Uah. Bin ich aber gespannt. Also, werde ich den, wo ich diesen Store dann finde, ob ich darauf hingewiesen werde. Aber es wird ja, also wenn ich da shoppen kann. Die Lenkung ist besser als in der Open Beta, aber ich glaube, zu Closed hat sich da nichts getan. Ah, jetzt gehen die Frames doch runter. Ich muss da leider... Leider haben sie es nicht geschafft, das ordentlich zu optimieren. Da muss ich nach der Folge mal ein wenig dran schrauben. Also 38 ist schon arg wenig. Als ich mich für den Einsatz gemeldet habe, hätte ich nicht gedacht, dass wir Medizin klauen und eine Hilfsorganisation ausschalten. Echt? Diese NGO ist doch Teufelszeug. Wir versuchen den Leuten zu helfen, aber es fühlt sich an, als wären wir die Bösen. Und du darfst nicht vergessen, dass das Kartell das nur macht, weil es die Leute für seine eigenen Zwecke missbrauchen will. Was ist die Alternative? Sie verhungern lassen? Die haben nichts. Und die Regierung wird nicht einschreiten. Das wissen wir beide. Schon klar. Aber wenn wir nichts tun, macht das Kartell aus den Leuten Soldaten, Farmer und Kuriere. Santa Blanca richtet sie ab wie Hunde und verbreitet das Übel in die USA und nach Südamerika. Es gibt nun mal keine einfache Antwort. Wenn es eine gäbe, wäre das Kartell nicht so einflussreich. Ich mach das jetzt mal eben. Nicht nach der Folge, dann haben wir... So, Kantenglättung können wir... Ein... Oh, ist schon ein... Schon unten. Das sollte natürlich alles so sein. Das könnten wir natürlich einen runterstellen. Das bringt aber auch, glaube ich, nicht so viel. HBA Plus. Turf Effects.
Bewegungsunschärfe machen wir mal aus. Entfernte Schatten machen wir einfach ein. Das erstmal bestätigen. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt in irgendeiner Weise irgendetwas geändert hat, aber naja. Er hat sich nichts getan. Aufpassen, wir haben Gesellschaft. Achso, Aufklärung. Ja. Oh, da ist einer. Abschuss. Juhu. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Korrekt, immer den Schalldämpfer drauf. Nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. So, dann lassen wir die Drohne mal fliegen. Ja, Aufklärung, schön. Diese Drohnen. Ah. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hab ein drittes Ziel. Okay, bin unterwegs. So, da wird es jetzt einen schönen Simultanschuss geben. Der eine... Einer unserer Leute ist bereit, hat das Ziel im Visier. Sobald ich jetzt Tango ist tot. Schieße, wird er auch schießen und somit die simultanen Kills ausführen. Guck mal, er sieht sogar aus, als wenn er hier eigentlich nur Nickerchen macht und Schild. Alles gut. Er ist nicht tot. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Entschuldigung. Ich könnte natürlich die Auflösung auf Full HD runterschrauben, aber naja, seien wir mal ehrlich, will ich das? Oder will ich es auf 1440 lassen? Ich will es natürlich lieber auf 1440 lassen. So. Position halten. Haltet okay. Eure Position. Hey, Kartellschütze, da, neben dem Wachturm. Alles gut. Den kriegen wir. Er sollte uns jetzt nicht unbedingt sehen. Okay. Ich schnapp mir, glaube ich, erstmal das Ziel. Me vale madres. Él y su familia se van a joder. Entiéndelo. Me los voy a... Silencio, Marche. Pinche cabrón. Gehen wir ein bisschen außer den. So. Räder. Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Radolio-Farm. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Da haben wir unsere Infos. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Und weg ist er. Jetzt müssen wir hier unten... Ich habe hier mit Maschinenpistole. Allerdings doch noch mal etwas aufräumen. Los, das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Tango ist bestätigt. Bereit zum Angriff. Das wird interessant. Aber wir haben jetzt alle. Das sehen wir, dass auf der Karte kein Kreis mehr ist, der darauf hindeutet, dass noch nicht alle Ziele gesehen entdeckt worden sind.
Tango ist tot. Geklärt. Wie konnte er denn bitte von da hinten? Nee, ist klar. Sammeln, Leute. In Bewegung. Alles klar. Die haben es natürlich aus dieser riesen Entfernung. Haltet die Knarren unten. Wir wollen sie nicht erschrecken. Ohne Probleme geschafft. Wow. Einen Simultanschuss zu machen. Der konnte das Ziel nicht mal ansatzweise sehen. Respekt. Da haben wir noch Kommunikationsgüter. Stufe 2. Wir haben jetzt die Verträge und gucken da mal. Das sind aber böse Menschen, die jetzt hier einfach mal das komplette Dorf auslöschen. Und hier gibt es ein paar Opfergaben. Können wir es hier lesen? Fernando de Vandos. QOQ6. Okay. 6.90. Ja, das war's mit der ersten Folge. Wir werden in der nächsten Folge uns zu diesem... Können wir es von hier eigentlich sehen? Wahrscheinlich nicht. Naja, zu diesem 2 Kilometer entfernten Dorf oder Farm, was das auch immer ist, begeben und werden uns angucken, was uns dort erwartet und werden Amaru befreien. Möglichst silent, mal sehen, wie das gelingt. Hier hinten haben wir auch noch irgendwie... Ah, das müsste diese Armadillo-Festung oder so sein. Ja, ich freue mich drauf. Ich bin echt happy, auch die neuen Gebiete zu sehen. Und wir sehen uns in der neuen Folge. Macht's gut!